Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt fühlte ich mich doch durch die Wortmeldung ermuntert, doch noch mal was zu sagen. Denn natürlich muss man in Koalitionen Kompromisse machen, aber wir sind hier auf dem CDU-Bundesparteitag und reden darüber, was wir als Partei wollen. Und jetzt geht es eben auch um die Frage, weil es ja auch gerade gesagt wurde, um die Frage, ob man sich dazu bekennen möchte oder soll, Deutscher zu werden. Und natürlich geht es vor allem um diejenigen, die in Deutschland geboren werden und deren Eltern beide nicht Deutsche sind. Um die Fälle geht es. Und da haben wir damals unter großen Debatten und unter damals schon Kompromissen gesagt, sie sollen beide Staatsbürgerschaften bekommen, auch die Deutsche bekommen und die ihrer Eltern, und sich dann zwischen 18 und 23. Lebensjahr entscheiden, welche sie behalten wollen. Und ich finde, diese Entscheidung kann man auch abverlangen von jemandem, der am Ende hier geboren wurde, der hier groß geworden ist. Die Frage ist doch, in der wievielten Generation muss ich am Ende in Deutschland geboren sein? In der zweiten, in der dritten oder in der vierten Generation, bevor ich irgendwann wirklich mal Deutscher bin, Teil der Gesellschaft bin und mich auch nur als Deutscher definiere? Ich kann doch die Kultur meiner Eltern, meiner Großeltern auch pflegen, ohne die entsprechende Staatsbürgerschaft zu haben. Und deswegen möchte ich einfach dafür werben, dass das, was bis 2014 gegolten hat, was am Ende schon ein Kompromiss war, ein Kompromiss, der natürlich für den Einzelnen etwas abverlangt. Eine bewusste Entscheidung, nämlich sich für ein Land zu entscheiden, dass wir am Ende für uns programmatisch jedenfalls sagen, wie wir es ja auch in unserem Wahlprogramm gesagt haben, die Entscheidung, die wir da getroffen haben, die war richtig und deswegen sollten wir dann auch dabei bleiben.